Also ist ja crazy, wie anders das jetzt ist. Ja. Hallihallo Freunde. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ist am Start. Ich rede hier mal dazwischen, halt die Fresse. Was geht bei euch, Leute? Ich bin wieder mit dabei. Ihr wisst, die Videos werden dann immer ein bisschen chaotischer. Ich rede auch wie so ein Bastard im Sekundentakt die ganze... Ja, wir reagieren heute auf Daris Johnson featuring Papa Roach. Ist das nicht andersrum? Ich weiß es nicht. Also, Daris Johnson, ich weiß nicht, ob Papa Roach Daris Johnson rangeholt hat oder ob Daris Johnson Papa Roach rangeholt hat. Aber die haben einfach gegenseitig geblowt, ist easy so. Also, da steht ein X. Wahrscheinlich ist es dann... Oh. Wahrscheinlich deswegen, ist das Feature von XXX. Tentation, ja, danke, dass du jetzt alle traurig gemacht hast. Sorry. Es ist Last Resort, aber als Reload-Version. Was das ist, seht ihr gleich. Daris Johnson ist eine TikTok-Berühmtheit. Der hat auch schon mit dem Song, mit dem Sänger von Nickelback war das, glaube ich, einen Song gemacht. Auf diesen mega bekannten Country-Beat, nenne ich ihn jetzt mal. Der ist auch bei TikTok absolut viral gegangen. Ich weiß nicht, wo Daris Johnson auf einmal herkommt. Seine Stimme ist heftig. Ich weiß wirklich nicht, wo der auf einmal herkommt und wo er diese Connections hat. Ob der schon immer irgendwie im Background mit denen abgehangen hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Er ist auf einmal da. Er hat innerhalb von 3 Monaten Millionen von Viewern und Followern auf TikTok gekriegt. Der Junge ist heftig viral. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viral gegangen ist wie Daris Johnson. Corpse. Und deswegen gucken wir jetzt heute mal seinen Song mit Papa Roach an. Und ja, der geht auch nur 2 Minuten 17, aber ich laber schon wieder viel zu lange und habe die Anmoderation schon wieder gemacht. Und jetzt geht's los. Ja, nochmal kurz ein paar Worte von mir. Ich kenne den Song noch nicht. Tschüss. Weiter geht's. Sorry. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Don't give a fuck running through my head. All these years wishing I was dead. Took a walk outside, made a million stand. Can't see this too, cause I can't say goodbye. Living on the edge, now I'm at my age. And if I come back, never be the same. Took a long time, now I'm so high. Don't believe me, look in my eyes. Und? Alter, also ist ja crazy, wie anders das jetzt ist. Ja. Und krass einfach. Also ist es auch so crazy einfach, dass Papa Roach, die haben ja sowieso mit der Zeit immer ihren Style auch angepasst und sind immer modern geblieben im Prinzip. Und das machen die hier mit ja jetzt wieder. Und was, Alter, es ist so krass, wie viele Sachen, die aus Last Resort immer noch rauspumpen, weißt du, die so Last Resort, die Geldmaschine und die so, ja, ich ziehe an dem Milchzitzen und da kommt Geld raus. Ich weiß halt wirklich nicht, ob Jarris mit der Idee rankam, weil ich kann es mir nicht vorstellen bei Papa Roach, dass die Daris Johnson jetzt rangeholt und gesagt haben, yo, lass mal Last Resort jetzt machen. So, weil ich glaube, es ist auch nur bei Daris auf dem Kanal hochgeladen. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Das ist bei Papa Roach auf dem Kanal hochgeladen. Ja, ja? Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Und wir haben übrigens gerade gar nicht das Video dazu angehört. Ah, ja. Man hat nur uns gesehen. Das ist natürlich scheiße, Tim. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ja, ist technische Probleme, aber wir können mal, also die ich vermute da sogar, dass das sowieso mit Video gesperrt wird und dass man Ende sowieso nur uns sieht. Aber kann sein. Egal. Ja. Was sagst du bisher zum Song? So? Ich find's cool. Also ich mag sowieso immer, wenn es auf modern ist. Und also passt auf jeden Fall auch cool zueinander. So, I don't know. Also ist nice gemacht auf jeden Fall, safe. Ja, finde ich auch. Es ist stabil. Stabil. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Genauso. Also am Anfang war das ja mal so, das war ja einfach ein Standard New Metal Track und jetzt ist das eher, wie will man das nennen, Trap Metal? Keine Ahnung. Weiß nicht. Aber auf jeden Fall halt diese Fusion. Oh naja, lass mal weiterhören. Und jetzt auch mit Video, außer dass es wurde gesperrt, als ich das mit Video hochgeladen habe. Dann seht ihr wieder nur unsere hässlichen Gesichter. Dein hässliches Gesicht. Ich wasche mich mit Eau de Toilette. Du wäschst dich mit Parfüm. Halt die Schnauze, mach das Video an. Break.
Ja, krass. Also klingt halt einfach wie ein Remix, ne? Und mit halt noch additional Vocals dazu. Ja. Und es ist einfach krass, wie viel Gesangsparts auch einfach Jarris Johnson da drin hatte. So. Ja, es ist also an sich, glaube ich, mehr als Jacoby. Mhm. So fast schon. Kann man, aber vielleicht auch gleich viel. Aber der hatte auch andere Lyrics, glaube ich, als die Original, oder? Weiß ich nicht. Also, ich glaube schon. Ich habe die Lyrics von Papa Roach Last Resort nicht so mega krass im Kopf. Also, aber ich meine, das waren andere Lyrics. Aber ich bin mir auch nicht 100% sicher. Ich glaube beim zweiten Part. Also beim ersten waren es, glaube ich, die Originals. Also er hat auf jeden Fall manchmal die Originals, aber ich glaube, bei diesen rappigeren Parts waren, glaube ich, andere. Mhm. Ja, ja. Ja. Keine Ahnung. Also, aber ich glaube... 5 von 5 Sternen, Trivago gern wieder. Nee, aber auf jeden Fall echt cool gemacht, so safe. Und... Es ist auch eine Hype-Maschine. Ja, das stimmt. Er hat auch den Song sehr lange angekündigt auf TikTok und ich find's einfach krass, dass er einfach Papa Roach. Da kommt einfach so ein Dude aus dem Was für eine Ehre kannst du denn bitte haben mit Papa Roach, dem beliebtesten Song von denen, als es ist ja wirklich ein offizieller Song von Papa Roach. Ja. Was für eine Ehre muss das denn bitte sein, dass du den Rap-Part von dem Reloaded von Last Resort übernehmen darfst. Also, da träumt ja jeder Junge von. So ja, Digga, das ist halt so crazy. Das ist wahrscheinlich eine Band, die der sowieso schon immer gehört hat. Ja, wahrscheinlich. Und den Song wahrscheinlich auch schon immer gepumpt hat und gefeiert hat. So. Und jetzt einfach so, yo, damn, krass. Ich bin einfach in dem Song. Das als dürftest du bei Eminem Rap God mit ihm nochmal aufnehmen. Ja, genau. Aber mit deinen Lyrics, die so richtig wack sind und nur Autotune drüber. Ja, ja, wird einfach geklaut. Aber Eminem sagt, er findet's cool und deswegen wird es rausgehauen. Also Eminem, meld dich. Ja, das ist eigentlich auch die Aussage des Videos. Meldet euch bei uns, wir brauchen den Fake. Ja, also wenn ihr mit uns beiden recorden wollt, ne, kostet nichts. Ich gebe euch vielleicht... Außer Nerven. Das ist richtig. Ja, da war ein solider Song. Was soll man noch dazu sagen? Willst du noch irgendwas dazu sagen? Pepper Roach TikTok. Ah, okay. Ah, krass. Haben die sich wahrscheinlich von Jarris Johnson inspirieren lassen? Ja, wahrscheinlich. Ich finde es ein bisschen krass, wie alt Jacoby geworden ist, also so vom Aussehen her. Also der sieht halt wirklich so viel älter aus als... Ja, aber er ist ja auch schon älter. Ja, ist halt so. Aber das ist so krass, wenn man sieht, wie die Leute, die du schon länger feierst und so, halt altern. Ich habe mal die Toten Hosen live gesehen und Digga, die sehen ja einfach aus, als wären das... Das sind einfach mittlerweile Faltensäcke, so weißt du. Das geworden. Hosen kann man jetzt weglassen. Ja, die Toten, ja. Ist Aber hab ich nie gehört. Auch nicht live gesehen. Also, ist mir egal. Okay, ist mir egal. Ja, der ist auch tot. Scheiße. Heute nur mit Toten. Tja, schade. Okay, wir werden sehen, wann Pepper Roach abschaltet. Spaß. Also, wenn Jacoby abtritt, wird das auch traurig für viele. Ja, safe. Das ist ja, also... Aber der ist ja, also der macht noch ein paar... Also ich weiß nicht, wie es um Drogenkonsum bei ihm aussieht, aber... Ich glaube, das Allerschlimmste, was für unsere Musikindustrie passieren kann... Ist, wenn Bring Horizon abkackt. Wenn Oli Sykes stirbt. Na, das kann auch... Ja, kann sein. Also Bring Horizon, gerade in der Rock-Szene, sehr angesehen. Ich glaube, in der Rap-Szene wäre es, ich glaube, Eminem. Wenn Eminem abnippeln würde, jetzt in nächster Zeit, wäre das ein... Und Deutschrap, wenn Kapi abnippelt. Bei Kapi würde man es erwarten. Also, schlimmer ist, wenn ich abnippel. Naja, uff. Ganz, ganz knapp dran vorbei. Ganz dünnes Eis. Ja, ganz dünnes Eis. Einfach den Fugi machen. Yo, Alter. Wer bis hierhin geguckt hat, ich weiß auch nicht, wieso, ey. Also, das ist schrecklich. Das sind Storys, die können wir nicht erzählen. Nee. Also, bis zum nächsten Mal. Ja. Schaltet wieder ein auf Twitch. Wenn es wieder heißt, wir erzählen Stories, die man eigentlich nicht erzählen sollte. Band ist in der Videobeschreibung, Tim ist in der Videobeschreibung, ich bin in der Videobeschreibung. Alles, was wichtig ist, in der Videobeschreibung. Schaut bei ihnen auf Twitch vorbei, lasst ein Follow da. Es gibt in nächster Zeit richtig fette Streams bei ihnen. Richtig. Wo auch Reactions kommen und auch Local Bands mit dabei sind und sonstiges. Also macht richtig Fun und Bock. Und ja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Iwoi. Scheiße, Digga. Digga, hä, was machst du da?
Hey Junge, was machst du? Was, oh. Was machst du mit dem Riesendildo? Oh nein! Boah, Leute, das hätte ich auch nicht zeigen dürfen.